Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute will ich euch ein bisschen was zeigen. Und zwar habe ich wie meistens vielleicht mitgekriegt haben, ist in letzter Zeit ein bisschen was mit Bucket los gewesen oder vor einiger Zeit, dass es so geführt hat, dass das Bucket im Prinzip nicht mehr so weitermachen kann, wie sie es sonst immer gemacht haben. Mehrere Servers dafür und wie kriegt man das, also die aktuellen Versionen kriegt man nur noch irgendwie so unter der Hand zugeschoben und keiner weiß, wie lange das noch weitergehen wird. Und naja, das halbe Team von Bucket hat auch gehört zu entwickeln, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Und ich und ein paar andere Kollegen haben halt im Zuge dessen, dass wir einen eigenen Server erstellen wollen, uns daran gemacht, eine eigene Server-Software zu entwickeln. Da ist das ein bisschen Code mit eingeflossen, der schon etwas länger rumexistiert und den wir einfach dafür verwendet haben. Die Server-Software ist das zum größten Teil fertig, also ich würde mal sagen so 85 bis 90% fertig. Die Version, die ich jetzt hier habe, ist nicht die alleraktuellste, weil da noch ein bisschen was an Code fehlt von meinem Kollegen, der noch was an der GUI verbessert hat. Und ansonsten fehlt nur noch ein System, womit man Inventare für den Spieler quasi anzeigen lassen kann, für Spieler anzeigen lassen kann. Und die Implementierung eines Lobby-Systems, also dass man von einem Server auf den anderen geswitcht werden kann, quasi. Oder wie man was erklären soll. Sorry. Ist gerade ein bisschen warm draußen und meine Kehle ist schon ein bisschen trocken. Naja, egal. Naja, was brauche ich für so einen Server? Ganz einfach. Bucket ja extreme Probleme hatte mit dem ganzen Euler-Zeugs. Weil Bucket war ja im Prinzip eine komplette funktionierende Das war ein komplett funktionierendes Serverprogramm, was im Prinzip nur eine modifizierte Version des Vanilla Servers war. Und das haben die einfach so angeboten und halt zum freien Download gestellt. Damit war Mojang überhaupt nicht cool, weil die nicht wollen, dass man ihren Code quasi irgendwoher anders downloaden kann, außer auf ihrer eigenen Website. Und da halt das meiste von Bucket ja immer noch Vanilla-Code war, waren die damit überhaupt nicht einverstanden und haben Bucket deswegen vom Netz genommen. Die hatten zeitlang Sonderberechtigung und nachdem halt der Euler-Change kam und das Ganze übernommen wurde, haben die die Sonderberechtigung quasi weggenommen. Deswegen darf Bucket nichts mehr machen oder irgendwie so. Kein Mensch weiß genau, wie es ist. Wie auch immer, im Prinzip brauchte ich für diesen Server nur zwei Sachen, weil das hier ist jetzt nicht mehr eine fertige Server-Jar, sondern eine Modifikation, weil Modifikationen sind nach Euler erlaubt. Jo. Und ja, logischerweise brauchst du dafür erstmal eine Vanilla-Server-Version des Servers, den ihr aufsetzen wollt, von der richtigen Version halt. Dragonfire, also diese Server-Software, die wir entwickelt haben, gibt es bisher leider nur für die Minecraft-Version 1.8.0, weil das erste MCP war, also was uns zur Verfügung stand, als wir angefangen haben zu entwickeln, oder das neueste MCP. Deswegen kopiere ich einfach mal diesen Minecraft-Server hier in diesen Ordner. Den Files-Ordner könnt ihr ignorieren, da habe ich einfach nur mein ganzes Zeug drin. Den Minecraft-Server bin ich mal um und zwar mache ich die Zahl dahinter weg, damit es ein bisschen ansehnlicher ist. Dann öffne ich diesen Ordner. So mit Windra oder sonst was. Könnt auch 7-Zip nehmen oder whatever. Whatever. Dann gehe ich nochmal in den Ordner und öffne das Dragonfire.zip. Daran markiere ich alle Dateien. Jo. Sieht hier auch ein paar Vanilla-Minecraft-Sachen sind mit drin, aber das ist nicht so schlimm. Ja, also im Prinzip alles, was hier so einen komischen Namen hat, das ist Vanilla-Zeug, aber das ist nicht so viel. Und das musste ich ändern, sonst hätte das ganze System nicht funktioniert, weil ich ja irgendwo das eins auch einbinden muss.
Gut, das kopiert ihr einfach mit Steuerung A. Ihr könnt das mit Steuerung C kopieren und dann geht ihr rüber in den anderen Ordner und klickt möglichst den anderen Ordner an und drückt dann einfach Steuerung V, sodass ihr alles da rein kopiert. Dann solltet ihr hier sehen, dass ihr, wenn ihr in den Net-Ordner geht, solltet ihr einen Dragonfire-Ordner drin haben. Und wenn ihr den Dragonfire-Ordner da drin habt, dann ist alles gut. Was ihr jetzt machen könnt, ihr könnt beide Jars schließen. Dann geht ihr wieder zurück in den eigentlichen Ordner hier. Dann erstellt ihr eine neue Textdatei. Das ist ein übliches Startprozedere für den Server. Da macht ihr die Systemendung BAT hinter. Das könnt ihr mit einem Editor eurer Wahl editieren. Dann gebt ihr da ein Java bzw. der Path zu eurer Java-Exe. Dann wie viel maximal zugewiesen werden soll, wie viel minimal zugewiesen soll. Da will ich jetzt nicht viel zu erklären, weil das alles Standardzeug ist. Ich will euch einfach ein bisschen den Server demonstrieren, beziehungsweise einfach demonstrieren, dass das Server wirklich funktioniert. So, speichern wir das, starten wir das. Und ihr werdet sehen, dass das Ganze startet wie ein ganz normaler Minecraft-Server. Wie gesagt, die Konsole haben wir auch überarbeitet, aber da habe ich leider nicht die aktuelle Version. Dann muss ich natürlich hier die Eulers akzeptieren. Natürlich sollten wir uns erst durchlesen. Ja. Habe ich natürlich gemacht. Habe ich wirklich gemacht. Weil ich ja den Server irgendwann auch mal zum Download geben werde. Ja, ihr seht, es startet sich erstmal wie ein ganz normaler Minecraft-Server. Die Errors, die am Anfang kommen, die kommen dann nur einmal. Und zwar, weil er keine Whitelist gefunden hat und keine Bannliste und die anderen Listen. Wenn die allerdings existieren, einmal diese Listen, dann hat es also nichts mehr zu sagen. So, jetzt seht ihr, dass der Server hochgefahren ist. Die Regionen sind vorbereitet. Ihr seht jetzt schon auch eine mysteriöse Dimension 2. Diese Dimension 2 ist nur eine Testdimension. Also vieles, was ich hier jetzt in dem Tutorial zeigen werde, viele Commands davon, wird es in der späteren Version nicht mehr geben. Zumindest nicht in dem Default-Dings da. Die können dann durch Add-ons genutzt werden, diese Features. Aber das hier ist halt noch viel experimentell und viele, viele Test-Features, die eigentlich noch nicht in dem Sinne existieren. Wie auch immer, ich trete einfach mal dem Server bei. Seht ganz normal in der Konsole. Auch hier die ganzen Nachrichten, also das mit dem dieser Online-Nachricht, die da geschickt wurde, wird verschwinden. Das heißt im Prinzip, wenn da das Online steht, heißt es im Prinzip, dass jemand gerade den Server anpingt, ergo den Server in seiner Serverliste hat und auf Refresh klickt. Wie auch immer, ich gebe mir mal kurz Rechte. Ihr habt in dem Server-Dings hier ein komplett funktionierendes Permission-System. Das Permission-System agiert allerdings in der normalen Version, also in der, so wie es ohne Add-ons ist. Wir nennen es Add-ons, kein nicht Plugins. Agiert dieses Dings auf jeden Fall nicht mit den normalen, also mit den Vanilla-Commands. Deshalb müsst ihr euch für die Vanilla-Commands immer noch zum Operator machen. Aber das kann man halt alles ganz recht einfach mit Add-ons ändern, wenn man das dann haben will. Wir versuchen das halt relativ vanilla zu belassen. Zumindest fürs Äußere. Genau. Ja, also wir haben ein bisschen was verbessert, gerade im Bereich von Events. Früher wurden Events, ich sag mal, das ganze Eventsystem hat mir bei Bucket irgendwie überhaupt nicht gefallen. Also, dass man diese Server Plugin JML hatte, YML, und die diese Plugin YML, da musste man jeden einzelnen Command registrieren. Jeder einzelne Command wurde über eine Methode aufgerufen in der Hauptklasse quasi von dem Plugin. Und die Methoden wurden über, also die
Die Events-Methoden an sich wurden über Java Reflection aufgerufen und Java Reflection ist so suboptimal eigentlich für sowas, weil das recht langsam ist. Das sieht zwar im Code dann schöner aus für die Plug-and-Schreiber an sich, aber im Prinzip ist es behinderter und sagen wir es mal so, die Plug-in-Autoren oder Add-on-Autoren, das ist dann die absolute Minderheit der Leute, die nachher mit der Server-Software arbeiten werden. Also macht das im Prinzip auch keinen Sinn, das Ganze dann nur für die quasi handlich zu gestalten. Und wir wollen es für die breite Masse handlich gestalten. Und das sind nun mal die Nutzer, das heißt, wir gehen eher auf Performance und nicht auf Schönheit im Code, was irgendwo auch Sinn macht und so viel schlimmer. Also ich finde ehrlich gesagt das System, so wie wir es haben, sehr viel schöner und genauso macht das Oracle auch, also die eigentliche Firma, die Java hat, die Java entwickelt haben. Die machen das genauso und zwar arbeiten wir mit Listenern, nicht mit Reflection, um Methoden in irgendwelchen selbsternannten Listener-Classes, die man dann ganz komisch einbindet mit Annotations. Ja, so machen wir das nicht, sondern mit Listeners. Die nutzen zwar auch Annotations, aber das werde ich euch alles in einem später genauer erklären zu den technischen Features, wenn ich darauf komme, dazu komme, eine Tutorial-Series darüber zu starten, wie ihr Plugins bzw. Add-ons auf der neuen Server-Software erstellen könnt. Ja, jetzt um es mal eine ganz kurze Demonstration zu geben. Wenn ich hier slash Add-ons eingebe, das wird das nämlich das einzige Command, der einzige Command sein, der pre-installiert werden wird. Wahrscheinlich. Wobei die Konsole kann halt einiges mehr. Die Konsole kann auch auf das ganze Permission-System zugreifen und so weiter und so fort. Ja, es sind gerade keine Add-ons installiert. Wie ihr seht, hier ist a list of best installed Add-ons. Ist nichts drin, also sind keine installiert. So was Blödes aber auch. Was gibt es sonst noch? Ansonsten haben wir noch den Group Command. Hier sieht man, you are in Group Default. Das heißt, wir haben nur die Rechte für Default. Wenn wir uns eine Gruppe höher setzen wollen, machen wir Group Upgrade Dateienchecker. Dafür haben wir natürlich keine Permissions. So ein Kack aber auch. Dann machen wir das über die Konsole. Group Upgrade Dateienchecker. Das heißt, wir sind jetzt ein Builder. Wenn wir jetzt dann wollen hier slash group eingeben, wenn wir sehen, you are in group builder. Das heißt, das Ganze geht hoch bis im Prinzip unendlich, je nachdem, wie ihr das eingestellt habt. Ihr könnt euch allerdings auch direkt zu irgendeinem Run hoch dingsen, indem ihr einfach den Rang dahinter schreibt. Das heißt, gebe ich hier Admin rein und das heißt, ich werde zum Admin hoch gepusht. Das heißt, you are in group admin. So, wenn ich jetzt slash help eingebe, werden mir alle Kommandos angezeigt, die erstmal existieren, und zwar immer drei Kommandos untereinander. In beiden Kommandos werden immer folgende Informationen zu angezeigt: einmal der Name des Kommandos, eine Beschreibung des Kommandos und wie man das Kommando benutzt. Wenn ihr quasi in den Kommandoseiten hier zurück oder vorwärts scrollen wollt, könnt ihr das ganz einfach machen. Ihr müsst nicht immer, ihr könntet einem entweder help und dann die Seite hinter eingeben. Und wenn ihr dazu zu faul seid, könnt ihr einfach, wenn ihr zurück scrollen wollt, sage ich mal, also auf die vorige Seite wollt, könnt ihr oben auf den oberen Link klicken. Das funktioniert das in diesem Fall nicht, weil es gibt keine vorige Seite. Und wenn ihr auf die nächste Seite wollt, könnt ihr auf den unteren, auf den unteren grünen Schriftzug klicken und ihr kommt auf die nächste Seite. Das heißt, wir sind jetzt ja auf Page 2 von 2. Und weiter geht's auch nicht. Hier beim Help-Command werden alle Kommandos angezeigt, das heißt auch die von den Plugins. Wir arbeiten noch daran, eine übersichtlichere Version davon anzufertigen, also dass ihr da nachher Hilfe zu jedem einzelnen Plugin genau bekommen könnt, was das Plugin für Kommandos hat. Das wird auch kein großes Problem sein. Ja. Was kann ich euch noch zeigen? Ja. Ihr seht halt hier, wie der Group Command funktioniert. Ich kann halt auch mal Group List eingeben. Und ihr seht halt hier eine Liste von Gruppen, die gerade so am rumexistieren sind.
oder auch group info at man. Geht das? Nein, geht noch nicht. Schade. Group add owner. Geht das? Oh, schade auch nicht. Okay. Viele von den Commands sind noch nicht drin. Aber das kommt noch. Das ist das Unwichtigste. Das ist das kleinste Problem. Das gibt es auch den Permission-Dings da. Wenn ich jetzt Permission-List und dann eine Gruppe dann da eingebe, werdet ihr sehen, dass ich hier die Permissions für diese Gruppe ausgespuckt kriege. Das Permission-System funktioniert ähnlich wie das von bekannten Permission-Plugins von irgendwas, weil wir halt nicht ganz so weit abgehen wollten von dem bekannten System. Wenn ihr die Permissions falsch bearbeiten wollt, könnt ihr hier in den Ordner Permissions gehen. Also hier steht halt hier erstmal die Welten, die werden aufgesplittet, wie bei Bucket auch. Die sind jetzt hier gerade noch leer, weil das Ende und den einfach noch nicht geladen wurden. Genau. Wenn ich das aber in den Permission-Fall gehe, seht ihr hier zwei verschiedene YML-Dateien, YML-Dateien. Wenn ihr einmal die Player-Datei öffnet, hier werden, wenn wir auf Save drücken würden, oder nur beim Runterfahren? Ja, nur beim Runterfahren. Auf jeden Fall werden hier dann alle Spieler verzeichnet, die halt eingeloggt sind, mitsamt ihrer Gruppen. Ein Spieler, wenn ihr einen Spieler befördert, behält ja die unteren Gruppen bei, aber kriegt halt auch die oberen dazu, weil er eben noch die Permissions von den unteren Gruppen dazu behalten soll. Wenn ihr eine neue Gruppe hinzufügen wollt, ist das gar kein Problem. Ihr könnt theoretisch unendlich viele Gruppen hinzufügen. Dazu müsst ihr im Prinzip nur noch hier unten noch eine Gruppe reinklatschen. Das heißt, ihr kopiert die Admin-Gruppe, kopiert die hier drunter, nennt ihr dann meinetwegen Owner. Wie ich dachte, das ist ein Server und ihr habt eine neue Owner-Gruppe dazu. Das könnt ihr dann auch später alles in der Konsole machen, wenn die Features dementsprechend implementiert sind. Was kann ich noch machen für einen lustigen Command? Genau, ich kann einen World-Command machen. Oder den World List, sag ich mal. Der World Command wird später nicht mehr existieren in der finalen Version, fürchte ich. Der wird ersetzt durch ein Add-on, was wir selbst mitliefern werden. So lange, bis es ein User-Made, Community-Made Add-on gibt dafür. Und zwar ein Multiverse-Add-on, weil das ist irgendwie ein sehr basic Feature. Hier diese Hardlife-Welt, die wird automatisch generiert, gerade noch. Das wird alles. Später wird das alles halt von Plugins geregelt, wie gesagt, oder von Addons. Das heißt, ihr könnt auch mit Commands Welten erstellen und löschen und was auch immer. Wenn ich mich jetzt, oder ich lasse mal die Welt-ID anzeigen, ich bin in Welt-ID 0, ihr seht ja hier, ist eine ganz normale Overworld. Wenn ich mich jetzt in den Nether teleportieren will, gebe ich World TP und dann die ID vom Nether ein, das ist die minus 1. Dann komme ich in den Nether. Ja, da muss kurz laden. Und da sind wir am Nether. Das geht schneller, sobald die Welt einmal generiert ist. Das können wir uns hier im Nether umschauen. Wie gesagt, das ist der Nether, da ist nichts Spannendes dran. Ganz normaler Nether, als wenn wir durch das Portal gehen. Naja. Wenn ich jetzt in eine andere Welt gehen will, also ich will meinetwegen in das End, durch 1. Dann bin ich im End. Sind alle Drachen, Endermans, also was dazugehört. Wenn ich in diese neue Welt gehen will, seht ihr ja, die hatte die Dimension 2. Das heißt, ich gehe. Okay, das ist nicht richtig. Okay, ein bisschen was muss ich anscheinend doch noch ändern. Gehen wir erstmal in Dimension 0 wieder zurück. Und gehen davon dann in Dimension 2. Okay, damit. Na ja, dann wollen wir mal gucken. Ja, gut, jetzt geht's. Jetzt sind wir in einer ganz normalen Flat World. Mit allem, was dazugehört. Nervigen Mobs. Und ja, wir sind definitiv in einer anderen Welt. Das werdet ihr sehen, sobald ihr vom Server ausloggt und solange ihr in der anderen Welt seid, dann wieder einzuloggen versucht. Das wird nämlich nicht funktionieren. Das liegt daran, dass Minecraft quasi nicht weiß, welche. Also euer Client weiß nicht, in welcher Dimension ihr euch befindet und war das verwirrt und much confusion.
Ja, da sitzen wir auch noch dran. Das werden wir dann erstmal so regeln wie die Pre-Version von Bucket. Lief gerade so rumgeistern für die 1.8 das auch regeln. Und zwar, sobald ihr euch ausloggt, werden wir euch einfach wieder in die Overworld zurück verschieben. Also in Dimension 0. Das heißt, ja, ihr könnt gar nicht in einer anderen Dimension ausloggen. Ja, wie gesagt, da werden wir aber dran arbeiten. Das wird alles noch gefixt werden. Aber das sind jetzt erstmal die geringsten Probleme. Und da wir das auch nicht für den Server brauchen, direkt werden wir da auch nicht direkt dran anfangen rum zu tüfteln. Weil das halt primär für unseren eigenen Server ist. Aber wir wollen natürlich niemandem was vorenthalten. Ja, so viel dazu. Vielleicht zeige ich euch noch ganz kurz, wie man Addons installiert. Also, ich kann noch mal kurz hier Addons eingeben. Es sind keine da. Immer nicht. Und wenn ich jetzt WorldTP 0 angebe, Overworld, spackt der kurz rum und dann sind wir hier. Perfekt. Ja, ich muss es auch noch so einstellen, dass man automatisch zum Spawn teleportiert wird. Obwohl, nee, das mache ich nicht. Das kommt alles im Plugin. Das kommt nicht hier in der Main-Version. Gut. Ich speichere jetzt einfach mal den Server, so wie man es nochmal kennt. Stoppe den Server, schließe das, behalte Minecraft offen, weg damit. Schließe die Konsole und jetzt installiere ich mir ein paar Add-ons. Und zwar habe ich schon zwei in den Files drin. Das sind die einzigen beiden Add-ons, die dafür existieren. Zwei Stück, einmal das Test-Command, das ist einfach nur ein Test-Dings, das kann nicht gerade viel. Man Build of Strength, das ist so eine Art World Edit, aber das kann auch noch im Prinzip fast gar nichts. Kopiere ich das Ganze mal Addons rein, dann starte ich den Server neu. Werdet ihr sehen, dass die Welten laden, das heißt, alle Welten sind geladen, alles gut. Dann kann ich den Client starten und auf den Server connecten. Wir haben auch schon eine ganze Menge für Events, also für alle Leute, die da eventuell daran interessiert sind, Addons zu schreiben, braucht euch keine Sorgen zu machen. Ihr kriegt auf jeden Fall die Features, die ihr braucht. Beziehungsweise genau dieselben und mehr Features, die ihr auch Bucket hattet. Keine Sorge. Das passt alles. Genau, was wollte ich machen? Genau, ich will das mit dem Addons zeigen. Genau. Wenn ich das jetzt nochmal slash Addons eingebe, solltet ihr sehen, dass hier diese beiden Addons geladen wurden. Also Builder's Trend Version 1 von mir und Test Version 1 von mir. Beim Serverstart wird das auch irgendwo stehen. Hier, genau. Initializing Addon Sequence, Loading Addon Builder's Friend Dodger. Und es ist fertig. Loading Addon Test Dodger. Und es ist fertig. Gut. Was kann ich euch zeigen, damit ich euch beweisen kann, dass es das fertig ist? Genau. Ich kann einmal auf Help gehen. Meine Stimme versagt. What the fuck? Ihr seht doch hier, die Pages haben sich schon auf 7 verlängert. Das heißt, es ist eine ganze Menge dazugekommen. Als erstes habt ihr immer noch die ganzen Default-Commands. Und ihr seht jetzt hier, ihr habt nun drei verschiedene Sachen: Name, Beschreibung und Nutzen. Und wenn ihr jetzt runtergeht, habt ihr hier vier verschiedene Sachen. Und zwar wird euch jetzt bei den Add-on-Commands auch noch das jeweilige Add-on angezeigt, von dem das. Sorry, der Command kommt. Jetzt komme ich so ein bisschen runter. Habe ich hier die letzten vom Test-Command. Der kann im Prinzip nicht gerade viel. Ja, dafür können das Test-Dings noch was anderes. Und zwar um Events zu testen. Habe was Lustiges ausgedacht. Wenn ihr eine Holzstufe platziert, könnt ihr euch da draufsetzen. So, dann mit Schiff wieder runtergehen. Dieses altbekannte, altbewährte Sitz-Stuhl-Plugin, was Ewigkeiten alt ist und was eigentlich überall drin ist und keine Ahnung. Für Gott, wie viele Minecraft-Filme schon benutzt wurde von irgendwelchen Leuten. Naja. Gut, das war's dann eigentlich mit der Vorstellung von dieser Server-Software. Ganz im Groben. Download kommt, sobald ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich damit nicht gegen die Minecraft-Euler oder sonst was verstoße. Und ja, genau. Ich würde mal sagen,
sehen uns dann im nächsten Video, wo ich euch vielleicht zeigen werde, wie ihr etwas dafür programmiert, für das Dings hier, oder auch wie ihr an der Minecraft-Mod weitermacht. Ich muss mal sehen. Ich habe in letzter Zeit nicht gerade viel Motivation für Videos machen, weil das Wetter war eigentlich ganz okay und so und ja. Wie dem auch immer. Das war's dann von mir und ciao.